So, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Clever TV hier auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2023, Modelljahr 2024. Und es ist so, ich stehe vor unserem Drive 540 bei Clever Vans. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Drive 540 ist der Einstiegskastenwagen für mit 4 Sitzplätzen hier bei Clever. Und die Drive-Serie ist also die Serie, die die Tradition des über 10-jährigen Firmenbestehens der Marke Clever auch in vielen Details widerspiegelt. Zweckmäßigkeit, langlebiger Möbelbau, gute Ausbaukomponenten, Top-Isolierung und hervorragende Fenster sind also hier bei unserer Drive-Linie-Programm. Und ja, 5,40 Meter ist natürlich schon relativ kompakt. Übrigens ist der Christian an der Kamera, sag mal bald. Mahlzeit. Mahlzeit, genau. So, und ja, das ist heute der dritte Film, den wir drehen. Und klar, der Christian, der kriegt langsam einen langen Arm. Ich glaube, du bist eher So, okay, wir stehen hier vorm 3540 und Sie sehen die Seitsrahmenfenster, die natürlich für hervorragende Ausbauqualität sprechen. Trittstufe, eine wunderbare Insektenschutztüre ist dabei. Und wir haben also hier den neuen Corpus Möbelbau und wir sehen also hier unser neues Ausbauholz. Sehr schön von der Haptik. Also wenn man hier drüber fühlt, dann fühlt man so ein bisschen Holzstruktur sogar. Also wirklich sehr schön gemacht. Und das Ganze wird eben hier nach vorne hin abgerundet. Komm mal hier rüber, dann kannst du halt vielleicht besser drauf kriegen. Mit unserem 100 Liter Kühlschrank, der doppelt zu öffnen ist. Sehr schön gemacht. Und der bietet natürlich genügend Stauraum, um auch wirklich lange Abenteuerreisen durchzuführen oder vielleicht schon mal sich einen Traum zu erfüllen, den man schon sein Leben lang hat, mal komplett Norwegen zu bereisen. Vielleicht mal bis zum Nordkap, bis zu den Lofoten oder, also es sind ja alle Möglichkeiten gegeben. Ja, wir gehen mal rein und wir sehen also jetzt hier 4 Gurtsitzplätze, auch in einem schönen Design, Grau-Anthrazit, passend zur Oberfläche vom Tisch und auch von der Küche. Das Ganze wird dann nochmal begleitet von einem schönen Oberschrank, der hier eine Kabelführungsbohrung hat. Mit dieser Kabelführungsbohrung haben Sie die Möglichkeit, hier einen Monitor zu platzieren. Und hier natürlich auch einen sehr schönen Oberschrank. Und für all diejenigen, die die anderen Clever TV Filme bisher nicht gesehen haben, erwähne ich es nochmal. Wir haben hier 16 Schrauben, die diese Klappe hält. Und damit wird nochmal unterstrichen, welchen Qualitätsanspruch auch Clever hier bei der Duo-Reihe unterstreicht. Duo- und Drive-Reihe unterstreicht. Und da steht wirklich die Qualität an erster Stelle. Ja, die Sitzbank selber, wir hatten sie gerade schon mal kurz erwähnt, hat 4 Gurtsitzplätze. Die Gurte sind von außen geführt und sind dadurch eben nicht im Weg. Ganz wichtig, die separierten Kopfstützen, die natürlich in der Höhe vorstellbar sind, und die Isofix-Befestigungspunkte, die auch möglich sind, sodass sie tatsächlich auch mit mehr als 2 Personen hier die optimalen Sicherheitsvoraussetzungen schaffen, damit sie also ihre Liebsten sicher ans Ziel bringen. Ja, 5,40 Meter ist besonders kompakt und wendig. Es gibt viele Leute, die sagen, Menschenskinder, ich verzichte eigentlich mal so auf meinen PKW oder auf den zweiten und nutze dafür eben hier dieses Fahrzeug. Und der Startpreis ist also im Modelljahr 2024 hier zur Messe 49.990 Euro
Und dadurch sind wir unter 50 und das ist natürlich schon ein sehr günstiger Preis für ein Fahrzeug in diesem Segment, in dieser Ausbauqualität mit diesen Ausstattungsmerkmalen, die hier Serie sind, zum Beispiel auch eine Fahrerhaus-Klimaanlage, die natürlich eine Selbstverständlichkeit ist bei Clever. Ja, wir haben hier oben eine 50-70er Dachhaube. Das ist die Panoramadachhaube und auch die hat eine Verdunklung und hat einen Fliegenschutz. Und dadurch eben auch die optimalen Voraussetzungen für gute Belüftung, auch in der Nacht durch den Fliegenschutz. Das Ganze wird dann nochmal durch die 40-40er Dachhaube hier im Schlafbereich untermauert. Auch die hat einen Insektenschutz und eine Verdunklung. Das Kochfeld, was wir haben, entspricht der Tradition der Marke und auch wieder mit einem tiefgezogenen Spülwaschbereich, Spül- und Kochbereich. Und dadurch ist eben die optimale Pflege gesichert. Das ist also wirklich sehr, sehr, ich nehme mal hier einfach dieses Element raus. Und da sehen Sie, wie unkompliziert man hier eben auch mal durchwischen kann und auch alles hier ins Spülbecken eben wunderbar abläuft. So, ja, der Küchenblock, den wir hier haben, der ist übrigens fast identisch mit dem Küchenblock von dem Drive 600. Und auch dieser Küchenblock hat hier die wunderbaren Ablagen, die eine sehr tiefe Möglichkeit der Unterbringung haben. 230 Volt Steckdose und hier, ich glaube, da musst du mal aufstehen oder kriegst du so drauf, haben wir wieder die Schublade, die Besteckschublade mit Vollauszug. Natürlich in 15 mm Pappelsperrholz, neunfach verleimt. Ja, und auch nochmal ein Zeichen für die sehr gute Ausbauqualität, die wir hier bei Clever haben, sind eben auch die Details. Und da möchte ich gerne mit Ihnen mal genau schauen, weil wir haben ja hier die Möbelkomponenten, die einen Kantenschutz haben. Und Sie sehen auch bei unserer Drive-Linie haben wir hier den ABS-Kantenschutz an allen gefährdeten Bereichen. Also hier, hier, auch hier unten, Christian. Ja, das ist schwierig, weil wenn ich sie jetzt zu schnell bewege, Ach stellt er so, nicht scharf. Pass auf, hier ist mein Finger. Qualität. So, wo bist du? Da. Und jetzt gehen wir weiter runter. Weiter runter. So, und sehen auch hier den ABS-Umleimer. Ja? Also das ist schon top gemacht. Und Christian, am besten gehst du mal kurz raus und dann mache ich hier mal auf. Dann können wir hier mal reinfilmen. Das ist nämlich der Stauraumbereich hier. Und damit wir da noch ein bisschen mehr sehen, nehme ich mal gerade das Sitzpolster hoch hier. So, jetzt hast du auch mehr Licht, ne? Etwas mehr. Vielleicht nochmal von Ja, oben. ist riesengroß. Ist riesig, Wir ne? dürfen den Ausdruck riesig Guck mal verwenden. hier, was das für riesig das ist schon. Toll. Was kann man denn da alles reintun? Also ich würde sagen, wir machen das so, Sie fahren mal zum Bodensee. Ja, und dann können Sie ja da mal am Bodensee. In Haagnau, da gibt es einen sehr schönen Weinlieferanten, da gibt es so eine Genossenschaft. Und da können Sie dann vielleicht mal gucken, ob da das eine oder andere Fläschchen was für Sie ist. Die haben auch übrigens da Bio-Wein. Und ja, dann können Sie den ganzen Wein da unterbringen. Es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel sagen, Mensch, das ist ideal für unseren Dackel Waldi. Ja, und der Dackel Waldi, der macht sich da unten nämlich seine Höhle, indem dann ganz einfach, Christian, filme mal hier hin, die beiden Schrauben hier oben rausgeschraubt werden und die beiden Schrauben da unten. Dann kommt nämlich die Türe weg. Dann kommt das Körbchen von Dackel Waldi da unten rein. Und dann hat er seinen eigenen kleinen Höhlenbereich und fühlt sich da bestimmt auch ganz wohl. Also wäre jetzt nur eine Möglichkeit, ne? Man muss nicht unbedingt einen Dackel da haben, ne? Es gibt auch andere Hunde. Was habt ihr für einen Hund, Christian? Mischling. In Holland nennen sie den Boma. Boma? Boma. Da ist noch Malteser drin, Shih Tzu, Pudel. Auf jeden Fall, er haart nicht. Also damit können wir vom Malteser und Pudel schon mal ausgehen. Ja. Nee, das ist, aber der ist überall. Der hat drei Plätze bei uns im Auto. Ihr habt ja auch einen Kastenwagen. Ja. Ihr habt einen 636er. Ne? Ja. Okay, also der heißt übrigens Harley. Ja. Harley. Ohne Davidson. Ja. Ohne Davidson, nur Harley, genau. Okay, Halle ist also beim Christian immer mit an Bord und bei der Anja auch. Und jetzt gucken wir uns mal hier den Bereich der Nasszelle an.
Und der ist also auch wirklich schön. Ne? Also da gibt es optional auch hier unten dieses wunderbare Holzrost. Guck mal, wo ich hier drauf stehe. Das ist sehr angenehm. Das war immer wieder mal ein Wunsch von verschiedenen Kundinnen und Kunden, weil dadurch erhöht sich, hast du hier meine Finger, erhöht sich der Aufstellbereich der Füße um rund einen Zentimeter, vielleicht anderthalb. Und dadurch sitzt man also hier auf dem Klöschen nicht mehr ganz so wie auf so einem Thron. Meinst, damit die nicht baumeln, oder? Genau, damit die nicht baumeln. Also ja. die Füße. Ja. Oder die Beine. Ist schon richtig. Ja. Okay, was haben wir noch? Ein schönes Eckwaschbecken. Ne? Die Duschfunktion ist mit dem Auszug hier sichergestellt. Wir haben auch hier eine Truma Kombi 4 Heizung mit einem 10 Liter Warmwasserboiler. Und die Wassertemperatur können Sie also zwischen 50 und 70 Grad einstellen. Serienmäßig mit dem manuellen Truma Bedienelement. Optional können Sie die sogar haben mit einem digitalen CP Plus Bedienelement. Und mit dem digitalen, da können Sie sogar Zeitschaltuhr machen. Ne? Da können Sie zum Beispiel sagen, komm, jetzt gehen wir heute spazieren. Und wenn wir wiederkommen um 3:30, dann wollen wir es schön muckelig haben, dann ist es schon schön warm. Aber nur, wenn Sie es sich natürlich kaufen, sonst nicht. Ne? Sonst müssen Sie einfach rechtzeitig die Heizung einschalten. So, hier im oberen Bereich, Christian, haben wir eben noch nicht gefilmt, sind die beiden Oberschränke. Sehr schön nutzbar, also Hygieneschränke. Da ist es eben so, dass hier gut die Utensilien, also meine Frau hat ihre auf der Seite und ich auf der. Ich habe es ja schon mal erzählt, wie es bei uns abläuft. Die hat ihr ganzes Gedöns da, Cremchen und was weiß ich, Sonnencreme auch und auch so ein paar Sachen für uns zusammen. Zum Beispiel Aftersun Lotion oder den Duschvorrat für Duschmittel. Ja, und bei mir ist der Klopapier drin und die Reinigungsflüssigkeit für die Toilette und alles, was ich eben so brauche. Ne? Ja, ganz gerecht aufgeteilt. Ansonsten haben wir hier eben einen Pilzlüfter. Sie haben die Möglichkeit, bei diesem Fahrzeug auch ein Schlafdach zu bestellen, genau wie bei dem Drive 600 auch. Und dadurch eben aus diesem Kompaktreisemobil 5,40 Meter mit vier Sitzplätzen sogar ein Kompaktreisemobil mit vier Schlafplätzen zu machen. Ja, die Liegefläche. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. So aus Erfahrung heraus, wenn Stromsparmodus angeht, mittendrin, wie lange können wir? Filmen meinst du noch? Ja. Achso, nicht mehr so lange. Ich will gleich wechseln. Ich glaube, jetzt haben wir noch 10%. Okay. Ja, dann machen wir jetzt eins, dann hoffen wir mal, dass der noch filmt jetzt. Ja. Und machen eben mal ganz schnell weiter. Also, das Bett. Vielleicht, da müssen wir so ein bisschen den Schnelldurchgang. Umgehen? Ja. So, der Christian, der geht jetzt mal rum. So, Schnelldurchgang beim Bett. Jetzt hier im Schulterbereich sind wir bei 1,40 Meter. Im Fußbereich hier unten, da sind wir bei knapp 1,30 Meter. Und das ist eigentlich eine schöne Liegeflächengröße. Die Liegeflächenlänge bei dem Fahrzeug ist also 1,93 Meter. Und jeweils auf der rechten und linken Seite dann die Oberschränke, die wir haben. Die eben auch, ich übernehme mal eben. Jetzt. So, jetzt sind wir wieder online. Wir wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht ist auch irgendwas weg. Ja. Wir werden es überprüfen. Der Stromsparmodus war ja da. Wir machen einen kurzen Prozess. Genau, also Liegefläche 1,40 Meter im Schulterbereich, im Fußbereich knapp 1,30 Meter. Und hier oben sehr schöne Oberschränke. Hier unter dieser Matratze befindet sich dann die Klappe, die kriegen wir jetzt hier nicht so, die Klappe für die Heizung, Truma Kombi 4 mit einem 10 Liter Warmwasserboiler. Und da kannst du vielleicht mal aufmachen, ist der Gasschaukasten. Das Ganze. Schöner Stauraum noch unterm Bett. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns hier wirklich in einem 5,40 Meter Fahrzeug. Ja, genau. Das ist schon allerhand. Genau. Und hier nochmal unser 100 Liter Frischwassertank. Ja. So, liebe Zuschauer und Zuschauer, bevor uns jetzt hier das Akku verlässt und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken, mache ich das jetzt. War nett mit Ihnen.
Und ja, Sie können uns gerne besuchen in der Nordstraße 19 in Schwelm, 58332 Schwelm. Wir sind ja Clever Stützpunkthändler. Und ja, Sie können uns auch auf unserer Website besuchen unter www.clever-reisemobile.com. Da ist auch der Konfigurator. Und da können Sie sich ganz nach Belieben Ihren persönlichen 3540 zusammenstellen und uns das einfach mal zukommen lassen. Wir schicken Ihnen dann auch eine Aufstellung zu. Oder Sie rufen den Herrn Schneider an, der ja hier hinter, der war ja heute wieder Kamerakind sozusagen. Wie früher bei 1, 2 oder 3. Sie können sich entscheiden. Die drei Felder sind frei. Plopp. Und noch einen Hopp, ja, dann bleibt es dabei. Genau. In diesem Sinne, Telefon 02-336-47-9165 oder die Messe-Hotline ist die 69. Bis dahin, tschüss. Ciao.